eine Gezeitenuhr. Nicht für jeden im Alltag wirklich zu gebrauchen, aber durch ihr Design und ihre Schönheit durchaus eine ansprechende Uhr, auch wenn man nicht am Meer lebt. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch die 240 STGZ von Sinn etwas näher bringen und vor allem die Gezeitenfunktion erklären. Und jetzt ab zum Video. Das ist sie. Die Sinn 240 STGZ. Ich werde euch die Maße zu der Uhr da am Rand einblenden, damit ich sie nicht vorzulesen brauche. Die Sinn 240 STGZ ist das zweite Modell der Sinn 240 Reihe mit der Besonderheit, dass sie einen Gezeitenring hat, der sich als innere Drehlünette blau abgesetzt auf dem Ziffernblatt zeigt. Ich werde es mal etwas ranholen, dann wird es deutlicher. Hier kann man wunderbar sehen, dass der Ring zweifarbig blau hat, da wo HW steht, was für Hochwasser steht, ist es etwas heller blau, und dort wo NW steht für Niedrigwasser, ist er dunkler. Man kann hier die Hoch- und Niedrigwasserstände des Meeres und der Küste, an der man sich aktuell befindet, ablesen. Hier und heute war der Hochwasserstand um kurz vor 11, deswegen habe ich Hochwasser 1 auf 11 Uhr eingestellt. In der Regel ist es so, dass die unterschiedlichen Hochwasserstände etwa 20 bis 25 Minuten auseinander liegen, sodass das Hochwasser 2 hier zu sehen entsprechend etwas zeitversetzt eintritt. Und der Stundenzeiger hier auf kurz nach 12 zeigt an, wo man sich im Gezeitenrhythmus befindet. Das heißt, wir befinden uns hier ziemlich genau in der Mitte zwischen dem letzten Hochwasser und dem Viertelwasser. Und wie ich eben gezeigt habe im Intro, ist das Wasser auch relativ weit oben und der Strand ziemlich schmal. Das Niedrigwasser, wie hier zu sehen, wird heute um kurz nach 5 erwartet, und das nächste Hochwasser wäre dann entsprechend heute Nacht so kurz vor 11:30. Aber nur, wenn man den Standard zugrunde legt. Die Ostsee ist, das habe ich auch selber erst im Tidenkalender gelernt, etwas Besonderes. Hier liegen die Höchstwasserstände deutlich weiter auseinander, sodass das nächste Hochwasser erst etwas nach 12 eintritt. Ich kann nicht genau erklären, woran das liegt. Dafür bin ich viel zu wenig naturwissenschaftlich bewandert und insbesondere auch kein Meereskundler. Wer das weiß, der möge das bitte sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, denn dann kann ich und vielleicht auch andere noch etwas dazulernen. Diese Uhr ist für mich eine wunderschöne Uhr, insbesondere auch an dem gut passenden blauen Heuerwill-Lederband. Jetzt zum Meer hätte ich womöglich besser das Stahlband montiert, aber es ist so gekommen, wie ich es vermutet habe. Ich habe einen kleinen Uhrenkoffer mitgenommen, um flexibel zu sein und um auch wechseln zu können. Aber ich habe seit anderthalb Wochen nur eine einzige Uhr am Arm, aber das werde ich in einem separaten Video aufgreifen. Was ich sehr schade finde für eine Uhr, die für Strand und Meer und Gezeiten gemacht hat, sind zwei Dinge. Zum einen sind die Kronen nicht verschraubt.
Was die Gezeitenkrone betrifft, ist das wahrscheinlich sinnvoll. So lässt sie sich einfacher und schneller einstellen. Aber natürlich vermittelt das ein kleines bisschen ein unsicheres Gefühl, wenn man die Uhr wirklich im Meer, am Meer, am Strand tragen möchte. Das ist also ein Punkt, den ich persönlich etwas bedauere, aber damit kann ich leben. Was für mich etwas schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass die perlgestrahlte Oberfläche an dieser Uhr offensichtlich etwas kratzempfindlicher ist. Und so hätte ich mir für eine Uhr, die ich am Strand, am Meer und in der Freizeit trage, gerne auch ein tegimentiertes Gehäuse und ein tegimentiertes Band gewünscht, damit die Uhr diesen Ansprüchen und diesen Anforderungen etwas besser gerüstet ist. So wird sie für mir zum Essen gehen getragen. Stimmt auch nicht ganz, weil ich habe ja noch nicht gewechselt. Und sie wird eigentlich mehr für schön als für den Einsatz getragen. Natürlich hat das damit zu tun, dass ich meine Uhren nicht unnötig rocken möchte. Und solange ich stabilere und besser geschützte Uhren habe, werde ich diese auch tragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schade, denn gerade für Strand und Meer ist diese Uhr gemacht und hier wird sie von mir geschont. Ein kleines Paradoxon, aber so gehe ich halt mit meinen Uhren um und vielleicht kann Sinn das als Anregung aufgreifen, dass man Uhren, die man explizit für einen bestimmten Einsatz macht, bei dem es auch etwas rauer zugehen kann, entsprechend ausrüstet und von vornherein tegimentiert oder zumindest eine Tegimentierung optional anbietet. So, falls ihr jetzt gerade die Möwen im Hintergrund schreien hört, hoffe ich sehr, dass sie das Video nicht allzu sehr stören, aber es zeigt, dass ich wirklich am Meer bin und hier nicht irgendwie einen Studio-Fake gedreht habe. Lasst mich die Uhr nochmal von hinten und von der Seite zeigen. Das ist die SIN 240 STGZ von der Seite. Wirklich eine sehr, sehr schöne Uhr mit einer wunderbaren Formgebung und auch einem ansprechenden Boden. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie etwas robuster für den Strandeinsatz ausgerichtet gewesen wäre. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schaut euch auch meinen nächsten an oder vielleicht auch die, die ich schon gedreht habe. In diesem Sinne und bis dahin, euer WatchMaxe.